Schnibbel die Schnapp und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Art of the Swarm Multiplayer mit mir, dem Nef Kara, und mit mir, der Maxima. Ihr wisst Bescheid, Donnerstag steht an und ich glaube, Maxi hat da was zu sagen. Ja, und zwar war ich etwas tätig auf YouTube. Und zwar, wenn ihr einen eigenen Kanal habt, kennt ihr das ja, vielleicht könnt ihr ja selbst auf Community gehen und dann euch Kommentare durchlesen, die auf euren Videos gepostet sind. Es gibt aber nicht nur Community einfach Kommentare, nein, es gibt auch privat geteilte Nachrichten. Und diese privat geteilten Nachrichten ploppen bei uns in den E-Mails auch nicht auf. Das heißt, wir kriegen die gar nicht mit, dass die da überhaupt existent sind. Um darauf anzusprechen, das Ende der Weltparty hat vor 3 Tagen uns etwas geschrieben, worauf ich jetzt erst reagiere, beziehungsweise wir beide, weil wir die Nachricht erst jetzt gelesen haben. Geht um einen Let's Player, der unseren Clan missbraucht hat. Da muss ich dem guten Das Ende der Weltparty einfach mal zustimmen. Und viele kennen den auch noch. Er hat ja früher, beziehungsweise vor einiger Zeit, seinen Kanal gelöscht. Nachtigall-LP. Ja. Hat sich in unseren Clan geschlichen. Wir wussten es nicht. Der hat wahrscheinlich diese Taktik benutzt mit: Oh ja, ich bin ein großer Fan von dir, bin Abonnent, bitte lad mich in den Clan ein. So in etwa wahrscheinlich, ja. So in etwa wahrscheinlich. Ich habe ihn in meiner Liste nicht drin, ich war es wahrscheinlich nicht, die ihn eingeladen hat. Dementsprechend war ich da wahrscheinlich. Wahrscheinlich, und an der Stelle jetzt, für die Leute, die im Clan sind, natürlich keine Sorge, mit euch passiert weiterhin gar nichts. Wir haben halt nur ihn gekillt, er hat ja einen neuen Kanal. Danke, Das Ende der Weltparty übrigens an der Stelle. Übrigens danke für die Kommentare auf der 500. Folge. Und natürlich kommen noch weitere 500 Folgen. Und ich muss mal erwähnt haben noch dazu, eine gute Nachricht, ein Drittel aller Videos, die auf unserem Kanal sind, ist nur StarCraft. Ein Drittel. Mit der 500. Folge ist fast ein ganzes Drittel StarCraft geworden. Ja, bei 1800 Videos. Ja, fast 1900. Also es ist schon fast... Okay, es ist eher ein Viertel fast. Na, egal. Auf jeden Fall. Danke für den Kommentar. Und unsere Richtlinien sind jetzt ein bisschen anders für die Aufnahme. Es reicht nicht mehr aus, uns nur bei StarCraft anzuschreiben. Schreibt bitte bei YouTube. Ich kann es ja nachvollziehen, wenn man bei YouTube einen anderen Benutzernamen hat als bei StarCraft. Ihr könnt uns bei YouTube dann eine Privatnachricht schicken oder halt auf die Videos posten. Ich möchte in euren Clan, und dann Privatnachricht aus dem einfachen Grunde, falls ihr nicht wollt, dass andere euren Battle-Tag haben können. Dann könnt ihr eben schreiben, ich bin der bla bla bla. Und dann, ihr könnt uns natürlich jederzeit adden. Nefkara 460 ist mein Tag für StarCraft. Ich weiß meinen nicht, und ich weiß auch nicht, wo ich meinen herkriege. Müsste bei Kontakte sein, die kann ich aber jetzt nicht aufrufen bei mir. Und wir legen jetzt einfach mal parallel los. Maxima 511. Ja, so. Und ich habe die 460 dran. Und ihr schreibt uns dann, könnt uns dann eine Privatnachricht schicken. Das geht übrigens jetzt einfach, indem ihr auf Kanalinfo drückt und dann steht ganz unten privat, da steht ganz unten Nachricht senden. Das ist eine private Nachricht. Und da könntet ihr uns, schreibt ihr dann rein, wenn ihr noch rein wollt. Ich bin so und so, also wir sehen das ja, so können wir nämlich überprüfen, wer ihr seid. Das heißt, wir können auf euren YouTube-Account klicken. Ich meine, das kann man sagen, man könnte doch einen Fake-Account erstellen bei YouTube und das damit machen. Aber es ist auf jeden Fall sicherer, wie einfach nur bei StarCraft angeschrieben zu werden. Hallo, ich bin ein Abonnent, und puff, zack, bist du drin im Clan. Weil das ist ein Clan, der ist wirklich für euch und uns da. Und wir finden es auch voll cool, wenn voll viele Leute drin sind. So, wir spielen gegen Doppelterra, gegen Trin und Azendo. Und wir sind übrigens in der vorletzten Folge dieser Season, wollte ich erwähnt haben. Das heißt, die Season endet bei 45, glatt. Wir werden nur ein klitzekleines Problem haben, was den Montag angeht, weil ich am Montag arbeiten bin. Und da startet die neue Season dann. Das wird ein bisschen hektisch dann alles. Ich habe nämlich... Was schon? Ja, ich habe meinen neuen Arbeitsplan. Ich arbeite nämlich jetzt immer montags und samstags. Liegt schön weit auseinander, aber Montag finde ich zum Arbeiten eigentlich scheiße. Not enough minerals. So. Auf jeden Fall das dazu. Die Richtlinien von unserer Clan-Aufnahme sind halt ein bisschen geändert. Und ja, wir wissen, es war die 500. Folge und wir haben nur ein normales Match gespielt. Wir wussten zu dem Zeitpunkt, als wir die 500. Folge gespielt haben, nicht, dass es die 500. Folge ist. Ja, kompliziert, kompliziert. Ja, man hat so mal nicht im Blick, welche Folge man aufnimmt, welche Nummer das hat. Wir wissen immer in der ersten Folge, welche das ist. Im zweiten, die Matches sind manchmal auch anstrengend, da verpeilt man das dann auch einfach.
Und wir kommen ja auf die 1000 Abonnenten. Vorne aufbauen, ja oder nein, ist Doppelterra. Ja. Also du baust gar nicht vorne auf, ich mach das alleine. Okay. Das hat für dich keinen Sinn, weil ich baue da eine Barrack und noch ein Dings und uns das Ding zu. Deswegen frage ich ja. Und wie gesagt, wir wissen, wir haben die 500 Folgen erreicht und wir wissen auch, dass wir in der Nähe der 1000 Abonnenten sind. Dementsprechend machen wir, wird das alles zusammen gehandhabt. Also das theoretische Abonnenten-Special und StarCraft und so weiter und so weiter. Weil für uns ist das, ist es auch schon so anstrengend, zum Beispiel, was wir vorhatten, alle 500 Folgen durchseppen, ist schon anstrengend genug, um da rauszufinden, welche coolen Szenen man nimmt. Das ist nämlich wirklich Arbeit. Wir haben unglaublich viele Stunden StarCraft auf dem Kanal aufgenommen. Also wir machen auf jeden Fall was. Wir brauchen nur eine Zeit. Wegen Uni und Arbeit und alles ist das momentan ein bisschen schwierig. Dementsprechend legen wir die 1000 Abonnenten und die 500 Folgen quasi zusammen als ein Special, könnte man sagen. So. Puh, viel Text. Ganz, ganz viel Text. Mit jede Menge Infos und die haben sich schon zugebaut. Die Schweine. Maxi ist immer noch krank, ist schon eine Woche. Ja, ein bisschen länger, aber... Oh, wie süß, dass ihr habt eure Worker ausgesperrt. Puff. Bleib mal hier oben, ich will wissen, wann die Echsen... Plus Uf wegen Reaper und so. Ja, genau deswegen, ja. Wenn beide Reaper spielen, wird's nämlich echt hakig. Da kann ich nicht mehr, du brauchst einen Chor. Und ich brauche einen gut gesetzten Panzer, um sowas zu verteidigen. Natürlich, ein Panzer alleine hilft da nicht, weil sobald die in den Nahkampf-Range sind, quasi, könnte man sagen, dann kann der Panzer nicht mehr schießen. Im Siege-Mode. Kann er einfach nicht. Ist einfach so. Muss man hinnehmen. Go ahead. Yep. Die pumpen beide was und ich will wissen was und wenn ich dafür opfern muss. Oh, wie süß, du hast immer noch dein Worker draußen. Ein Reaper. Der kommt auch jetzt. Eine gut getimte Video-Meinhöhe, sage ich mal an der Stelle. Ja, beide pumpen Reaper. Mars Reaper sogar. Ja, ja. Ja, die sind leider durchgekommen bei mir. Du hast deinen Chor auch noch nicht. Brech einfach deinen Worker ab und nimm den Chor. Bin schon dran. Our allies are being attacked. Oh ja, komm bitte hier hin. Und in die Kanone, bäm, wundervoll, hast du das gemacht, wundervoll. Jetzt kommen die hier runter zu mir. Ich habe eine Widowmine, Kollegas. Ihr könnt da gerne reinkommen. Und erfreut euch dann an meiner Widowmine. Our SCVs are under attack. Noch mehr Reaper. Die pumpen weiter, Reaper. Ich hab Widowmines, ihr guten Leute. Reaper bringen euch da gar nichts mehr. Kommt ihr einmal hier zwischen. Oh, kommt bitte. Bumm. Komm nochmal. Und alle Reaper tot. Gleichzeitig. Ich hab euch gewarnt. Wolltet mir nicht glauben. Das ist die Macht der Widowmines. Wir können gleich angreifen, das hat den viele Minerals gekostet. Und auch das funktioniert nicht. Schön, dass ich meinen Aufgang gekennt habe.
big job, huh? And the re- Ready to roll out! Ja, der eine hat ja eben alles verloren gehabt. Also wenn du möchtest, können wir gleich angreifen gehen. Wir werden vielleicht gleich exen, was ein bisschen unangenehm ist. Aber das werde ich mal kurz scannen. Blüpp, 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 blüpp. Habt ihr eure ganzen Minerals dafür verschossen? Du weißt, du ex wieder hinten safer. Ich mach das wieder ein bisschen offensiver, das Ganze. Ich hab jetzt ein bisschen genug. Ich hab jetzt genug, auch mit Widowmines etc. Ich nehme jetzt eine Widowmine und grab die da vorne ein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei mir einen Drop machen will oder sowas. Dafür bräuchte er auch erstmal die Gebäude. Oh ja. Fehler, 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 Fehler! Tot! Ich hoffe, man hat gemerkt, nein, diese Taktik funktioniert bei uns nicht mehr. Ich liebe Widowmines. Die haben quasi... Peter ist bombensicher. Die haben quasi alles im Alleingang geregelt, die Widowmines. Richtig geil. Ach, ich bin supply blocked, okay. Ich habe noch keine Upgrades, das ist das Problem. Ich habe zu viel auf Widowmines und Co. gesetzt, dadurch habe ich keine Upgrades gerade. Na, ich habe Schild Upgrade. Beweg dich! Du lahmarschiges Etwas. Additional supply depots required. Ich muss gleich einen Scan machen bei denen, wichtig. Yes, sir. Go ahead. Ach, machst du einen Beobachter zu denen hin? Ja, ja, deswegen. Ja, Lamaschig ist etwas. Ach, Simpack bin ich schon am machen. Sehr schön. Na gut, dann scanne ich nicht, du gehst scouten. Let's have a blast. Will do. Add-on complete. In the rear with the gear. Panzer? Zwei. Panzer? Widowmines Panzer. Spiel auf jeden Fall, Losse. Ja. Und ich spiele Ravens. What's going on? Research complete. What's that? SCV ready. Vor allem die bunkern sich ja da oben ein, ne? Ich weiß nicht, ob die da. Ob die ziemlich. Die machen das gerade nicht gut. Die müssten das eigentlich unten machen, weil die haben nicht geäxt. Wir schon und wir benutzen unsere Äxte immer stärker gleich. Und das werden sie spätestens dann spüren, wenn wir langsam dann angreifen gehen. Vor allem, wenn jetzt die Upgrades bei mir kommen. Ja, du siehst, ich habe die Äxte benutzt. Benutzt die auch. Not enough minerals. Oh ja, jetzt benutzen die auch die Echsen. Go, go, go. Insufficient Vespin gas. Deine Beobachter werden gleich richtig wichtig im Panzer, im Fight Panzer gegen Panzer. Go ahead. In the rear with what's going on? SCV ready. It's your dime. Need something blown up. Ready for dust off. Ready for dust off. SCV ready. Will do. Our allies are being attacked. Ja, jetzt haben sie einen Scan. Nee, die haben Anti-Air-Tower da stehen. Ach so. Yeah. Bad news. Mineral field completed.
Wo steht der Pfeil in der Scheiße? Ja, der hat meinen Koloss blockiert. Der kam nicht raus. Okay. Upgrade complete. Mit Wanda. Marine. Ich will mich halt hier aufschießen. Ich will das halt jetzt beexen. Ach, wobei, ist egal. Wo ist der eine Worker? Gotcha. What's going on? You gonna get... Additional supply depots required. Die Depots habe ich auch schon wieder verrotzt, ey. Wir haben jetzt halt gesehen, ja, ich will hier exen. Und ja, ich ziehe mich auch nach vorne. Additional supply depots required. Mach mehr Vespingas, mach das. Ja, ich brauche das aber auch. Habe ich nicht irgendwo einen kümmerlichen da? Insufficient Vespine gas. Insufficient Vespine gas. Go ahead. I can't build here. Da waren Panzer unterwegs. You gonna give me orders? Okay. Da sind drei Panzer. Oh, oh, die sind unsieged. Die hole ich mir, die hole ich mir. Ah, da kommt alles. Oh, egal, ich hab aber mir... aber nicht viel. Ich hab mir gerade alle Panzer geholt, bis auf einen. Los, auf da. Ist nix. Okay, warte. Pass auf den Panzer auf. Wobei, das ist echt nix. Kannst du reinblicken in den Panzer. Oh, lol, der macht den sogar an Siege. Extra für dich. Gut. Not enough research complete. Übrigens, habe ich da 10 Gates stehen und keine Pfeile zum Pumpen. Nein, war sein hier. Ja, übrigens. Schon gut. Ja, egal. Man darf niemals, man darf nie einen Spieler unterschätzen. Ich habe zu viele Panzer. Oh, Unseached Tanks. Man darf trotzdem seine Gegner nie unterschätzen. Das ist das, was ich sagen wollte. Egal, wie die gerade spielen. Trotzdem nie einen Gegner unterschätzen. Ist auch dem Gegner nicht gerechtfertigt, dann finde ich, irgendwo. Wir sagen ja immer, ach, was ich gesagt haben wollte, es lohnt sich nicht. Die Gold, mit den Mules zu callen. Ihr kriegt genauso viele Minerals ab, als wären es normal. Als wären die nicht gecallt. Ja, ich weiß nicht, ob Leute das wissen. Ich sag das so ab und zu mal. Wir haben viel StarCraft gespielt, da kommt dann irgendwann so ein bisschen bei rum. Pass auf, pass auf, pass auf. Das sind Widowmines und so. Panzer sind da oben. Auch. Mein Raven wird da jetzt einmal gratis feuern. Weg, 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 weg. Alter. Wir müssen die Vikings und die Marines wegballern, dann könntest du mit deinen Raven... Mineral Field depleted. Ja. Die Panzer wegschießen. So in etwa. Our allies are being attacked. Depleted. Ach, sieh an, die wollen auch gleichzeitig zu uns. Du hast Movement Fail mit denen. So, Ravens. Spielt mal ein bisschen mit denen, bitte. Upgrade complete. Das war's mir wert.
Our allies are being attacked. Ach Scheiße. In the rear with the gear. Ready for service. Ich baue mal Voids oder sowas, irgendwas richtig Böses, was er ist. Mineral field depleted. State your request. Our allies are being attacked. Mineral field depleted. Ready to plunder. Add-on complete. Raven. Mineral field depleted. Your forces are under attack. Underway. Underway system. Weißt du, was ich überlegt habe? Ich könnte auch Banshees bauen. Gute Idee. Na, keine gute Idee, solange der Kreuzer und Vikings hat. Vespin Geyser. Allerdings exhausted. Nicht. Base is under attack. State your request. Combat. Target acquired. Immediately. Base is under attack. Insufficient Vespin gas. Mineral upgrade complete. Online. Understood. Base is under attack. Transformation systems primed. Inbound. Base is under attack. Ready to plunder. Ach, ich habe das falsche Gebäude gebaut. Research complete. Mineral field depleted. Upgrade. So, jetzt habe ich genug Ravens, wollte ich mal erwähnt haben. Jetzt kriegt ihr richtig Probleme. Ich habe alle Panzer gekillt, braucht dich hier, braucht dich hier. Alter, scheiße. Ach komm, da kriegst du doch locker hin hier, ernsthaft. Ja, krieg ich sogar hin. Alleine. Menno, ich wollte gerade meine Dämpfe bauen. So, alles abgeräumt. Ey, ich weiß nicht, wie viele. Ist nicht alles abgeräumt. Ah, die haben trotzdem aufgegeben. Jetzt hätte ich meine ganze Armee verloren. Ja, aber dann habe ich ja noch meine ganze. Ja. An der Stelle schade, dass man nicht mehr aufsteigen kann. Ich sag's immer wieder gerne. Ich überleg gerade, ein Match kriegen wir noch hin. 15 Uhr. Ja. Wir brauchen ja das Freitagsmatch trotzdem. Ja, sonst machen wir das morgen. Fertig. Ja, wir nehmen das Freitagsmatch am Freitag auf. Und an der Stelle verabschieden wir uns von euch. Wie gesagt, die Aufnahmekriterien, für die, die reinkommen wollen, ist das immer noch kein Problem. Sind halt ein bisschen verschärft worden, aber das war Folge 501. Ja. Mir fällt auch schon nichts mehr weiter ein, außer vielleicht mal die Typen zu beobachten, die wir hier gerade bezwungen haben. Das ist ihre erste Season, 195 Matches an der Zahl. Die haben in 27 Matches nur 4 Siege, ne, die beiden zusammen. Ist hart. Ja. Hart wäre eine Niederlage von uns gewesen, aber ich habe den ja auch alleine besiegt, am Ende, beide. Ne? Ja.
Das hat man dann wohl doch gesehen. Hier, guck, hier wird der Armee und dann, wie die abgespielt sind. Ich habe aber auch 6 Ravens gehabt und beide mit 2 und jeweils alle mit 2x Zielsuchraketen. Das habe ich alles reingefeuert direkt. Ja. Deswegen habe ich 150 Einheiten plus gekillt. Ja, egal, aber Maxis Kolosse haben am Anfang ein bisschen Druck gemacht. Wie gesagt, die waren auch nicht so gut. Man sieht es auch an Technopunkten. 400, ich bitte dich. Der Azido hat wenigstens ein bisschen getaggt. Aber die haben zu spät geäxt. Aber haben trotzdem viele Ressourcenpunkte. Das kommt vielleicht daher, die haben wahrscheinlich irgendwo geheim geäxt gehabt. Wer weiß. Ja, wer weiß. So, wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Und nicht vergessen, das mit den 500 Folgen feiern wir noch. Und das mit den 1000 Abonnenten, das legen wir zusammen. Ne? Also, lasst uns Zeit, aber ihr kriegt dafür noch was. Keine Sorge. Da gibt es noch ein Video irgendwann. Ja, genau. Irgendwann ist ein gutes Datum. Okay, Leute, wir sehen uns morgen wieder, bevor ich so lange rede. Morgen ist letzte Folge der Season und bis dann alles Gute. Haut's da rein. Tschüssi. Ciao, ciao.